Akin Karakaya, bald Feature mit Alessio. Mal gucken, ja. Vielleicht kann er ja bald rappen. Muss ich Pietro mal fragen, ob das irgendwie möglich ist. Hast du da Lines so? Die aktuellste so ist, glaube ich, ich pisse im Stehen, weil mein Schwanz uns im Wasser hängt. Herzlich willkommen auf hiphop.de, mein Name ist Aria, ich sitze hier immer noch mit Maggio im wunderschönen Rheinturm auf der, keine Ahnung wie viel Etage, ich glaube 175 Meter über dem Erdboden sind wir gerade hier. Und wenn ihr unser Interview noch nicht abgecheckt habt, tut das, wir sind jetzt bei den Fanfragen angekommen. Ja? Ich fange mal direkt an, Georgie KM Team hat keine Frage und er sagt, aber ich finde es schade, wie Maggio die ganze Zeit unterschätzt wird. Was man an deinen Verkaufszahlen jetzt nicht unbedingt sagen kann. Ich hoffe, dass du mit dem Album zerstörst und viele Lieder drauf sind, die man von dir erwartet. Grüße aus Linz. Schön. Dankeschön, mein Freund, und schöne Grüße nach Linz zurück. So, Oleg Petrov, liebe Grüße. Er hat zwei Fragen. Ich frage mich erstens, was dich inspiriert musikalisch zum Sport? Also was hörst du beim Pumpen? Mhm. Und zweitens, abgesehen von deinen Kollegen von Benger, was hörst du für Musik privat? Also beim Sport auf jeden Fall Farid, Asphalt okay. Massacre 3 immer noch. Das ist richtig, also perfekt zum Pumpen und was war die andere Frage? Abgesehen noch? Von deinen Kollegen, was hörst du für Musik privat? So auch ganz normale Chartmusik ab und zu, also viel auch aus Amerika und alte Sachen. Yes. Philipp Haller, Frage, kommt ein Kollabo mit Kurdo, wäre sehr fett, Daumen hoch. Und Props an Maggio, wirkt immer sehr authentisch bei Interviews. Geh Gold, Junge, aber sei nicht immer so abgefuckt bei Hate-Kommis, konzentrier dich lieber auf die, die gönnen. Frage, kommt ein Kollabo mit Kurdo? Kommt ein Kollabo, erstmal Dankeschön für die Props und Kollabo mit Kurdo habe ich ja vorhin schon gesagt, wir verstehen uns auf jeden Fall sehr gut und ist noch nichts Konkretes geplant, aber warum nicht? Yes. Dogan Serge, Maggio, ich bin zwar nicht der Überfan von dir. Hättet ihr Bock drauf auf ein Kollabo? Könnt ihr immer so. Bestimmt, ich glaube, das kommt bestimmt noch ein paar Mal hier vor. Dogan Serge, Maggio, ich bin zwar nicht der Überfan von dir, aber wie findest du, passt 18 Karat zu euch? Ja, passt gut zu euch, denke ich mal. Passt sehr gut zu uns. Hannes Henfler, erstmal Grüße, Box ist vorbestellt. Mich würde mal interessieren, ob du irgendwann auch mal selber dein Ding alleine machen willst. Klammer auf, hoffe, du bleibst bei Banger Musik. Klammer zu. Warum fragst du dann überhaupt? Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich bin sehr, sehr glücklich bei Banger Musik. Aber danke dafür, dass du dir die Box vorbestellt hast. Und ja. Er fragt auch nach einem Kollabo-Album übrigens. Leon Stahl, erstmal Maggio, Gruß an dich. Zweitens stabile Yeezys V2. Habe das gleiche Modell, schreibt er. Show. Drittens, welcher Track? Läuft. Genau. Welcher Track auf dem Album ist deiner Meinung nach von der Art komplett neu? Puh. Da bin ich tatsächlich überfragt, was neu ist. Egal, was der Richter gibt, geht so ein bisschen in so eine neue Richtung. Da ist noch ein Song, der so ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber also ansonsten ist das jetzt nicht irgendwie etwas, wo ich sage, boah, ich habe jetzt komplett was Neues versucht und komplett versucht, irgendwie einen neuen Trend nachzumachen wie andere, aber... Mhm. Können die Fans dann ja entscheiden, was für sie neu wirkt. Mhm. David Häber, Maggio, wer kommt alles mit auf deine ADT-Tour? Freue mich auf dein Album, Grüße. Der Mo ist auf jeden Fall dabei. Auf meiner Tour. Er hat gesagt, auf jeden Fall. 100%ig. Ah, okay. Und ja, die üblichen Verdächtigen. Ist noch ein Special mit dabei, aber verrate ich noch irgendwie. Alex Glock, den verstehe ich nicht, den muss man mir erklären. Bruder, bist du schon mal während des Trainings in eine Mutter rein randaliert? Und dann so ein nachdenkliches Emoji. Boah. Da haben sich schon mal ein paar Muttern verbogen, wegen den Gewichten, die ich da habe. An der Handelbank. Ach, die Mutter, meint er. Ich dachte jetzt so der meinte schon an die Mütter. Okay. Also er meinte schon die Dings. Aber. Ja, okay. Jetzt verstehe ich es auch. Maggio, wie lange brauchst du, um einen Text zu schreiben? Fragt Michael Lewis. Du brauchst für dein Album 10 Monate. Ja, das hängt nicht jetzt, also nicht nur zum Schreiben, ne, zum Produzieren und alles auch vielleicht mal wieder etwas verwerfen und wieder neu machen. Und das kann man echt nicht sagen. Manchmal schreibst du einen 16er in eine Stunde, anderthalb, aber manchmal sitzt du auch 10 Stunden an einem Track und noch länger, 2-3 Tage. Das ist immer abhängig vom Song und... Das, was der Song gerade hergibt. Kevin Maggio, moin Maggio, was hast du mit deinem Finger gemacht? Im Interview mit Roots ist er getaped. Mittlerweile ist er wieder fit. Ist egal. Ja, Jan Novak, was sagst du zum Erfolg von Raf Camora? Würde gerne mal ein Statement von dir hören.
Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Er hat es verdient, er ist ein sehr guter Musiker, ein sehr guter Künstler und das hat er sich verdient. Mohammed TRK, hey Majo, welchen Rapper feierst du am meisten? Kannst du mich mal bitte grüßen? Gibt es jemanden international, den du vielleicht mehr als alle anderen hast? Ich war mal ein riesiger Fan von DMX. So. Ah, krass. Ja, also bin ich immer noch, vom Alten. Ich wollte gerade sagen, so ein Feature mit DMX sollte gar nicht so schwierig sein heutzutage, ja, aber nicht mehr so interessant, wa? Leider. Gian Esser, Majo, viele Grüße an dich und werden auf dein Album Trap Beats vorkommen. Hör dir das Interview an, hör dir das Album an, dann wirst du es wissen, ne? Sind so ein paar Sachen dabei, aber auf keinen Fall jetzt übertrieben viel und über das ganze Album hinweg. Ich glaube, das sind so maximal 4 Sachen. So, ja. Auch keine Trap Beats komplett, da sind Trap Elemente mit drin. Ja. 4 Stück so. Jendrik Bar, stimmt es, dass Majo mal studiert hat? Yes, guck das Interview. Lukas Netz, wie viele Kalorien haust du dir am Tag so rein, Majo? Grüße aus Osnabrück. Oder zähle ich gar nicht, ehrlich gesagt. Nicht so, ne. Also jetzt zumindest nicht. So, ich bin jetzt gerade nicht auf Low Carb oder irgendwas. Krom und Kuro. Timz, Majo, könntest du dir vorstellen, mal ein eigenes Gym aufzumachen? Warum nicht, ne? Eigentlich cool, eines Tages vielleicht. Tim, noch eine Frage. Majo, machst du noch Kampfsport und was sind deine Ziele beim Sport? Stresser Big 2 ist brutal. Dankeschön. Kampfsport mache ich im Moment nicht mehr, weil ich das zeitlich nicht mehr schaffe. Und ja. Was war nochmal? Was sind deine Ziele beim Sport? Ziele beim Sport. So. Weiß man ja. Ja. Justin Jordan, Majo, kannst du den Song Alessio auf YouTube stellen und mich bitte grüßen? Peace. Den gibt's gar nicht. Das war eine Fake-Tracklist. Ja. Dass man die nicht checkt dann auch, Alter. Ljuban Kostic. Majo, jag dich Farid auch mit dem Basie, wenn du Beine trainierst. Ja, wenn ich Beine trainiere, ich mach das immer heimlich. Damit Farid das auch. Also wenn sieht. Er mich sieht, bestimmt. Leon Schafe, erstmal alles Gute für den Release und hoffentlich ist euch privat alles gut bei dir. Geht irgendwas in dieselbe Richtung wie die Songs Fresh oder Mr. Majo? Ja, auf jeden Fall. Ja, bei zwei Songs. Philipp Bratte, Busfahrer, was ein Scheiß. Nelly Thili, was hältst du von den ganzen Newcomer-Rappern? Hast du da einen Favoriten? Da hast du schon eine interessante Meinung zu im anderen Interview, zu den genau. Zu vielen Newcomern. Gibt es denn da einen Favoriten, wo du sagen kannst? Ich weiß jetzt nicht, da waren ein paar gute Songs bei gewesen, aber wie gesagt, Newcomer, habe ich ja vorhin schon gesagt, so, das ist so eine Sache. Die werden jetzt gerade so in den Himmel gelobt, als ob die Rettung sind. Für Deutschrap. Kann ich bei manchen nicht nachvollziehen, weil manche treffen einfach den Takt nicht und sind jetzt lyrisch auch nicht die Stärksten und kopieren eine ganze Nation, kopieren so einen kompletten Film, die sich gerade in Frankreich schieben und das war ja echt nicht so, aber da sind auf jeden Fall ein paar gute dabei. Du hast ja Play 69 zum Beispiel auch erwähnt. Ja. Beispielsweise. Serhat Ulucan fragt, kommt dieser Narcos-Track von dir und Summer Jam als komplettes Lied raus? Wäre zu krass, wenn ihr das machen würdet. Muss ich mal Summer fragen. Wenn der Bock drauf hat, machen wir das mal so als so ein Exclusive. Ja. Martin Bisija, könntest du dir vorstellen, mal einen Track mit all deinen Weggefährten zu machen, ähnlich wie Sido mit 301180? Ich glaube, die zwei Banger-Songs auf Deluxe EP kommen so in einem Posse-Track. Genau. Sind ja, zieh dir die rein. Burak Gülay kommt nochmal eine Kollabo in naher Zukunft mit Jasko. Kann er sich vorstellen, vielleicht nicht heute, aber eines Tages. Bestimmt, auf jeden Fall. Hauke Bro, was wird Farid Bang jetzt mit Casper anstellen? Zieh dich warm. War das wirklich Casper in dem Ding? Viele Leute haben geschrieben, irgendwie der hört sich vielleicht nicht ganz so an wie Casper, aber... Ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass es Casper war. Vielleicht war das auch sein Manager oder so, keine Ahnung. Schon eine krasse Reaktion da auf jeden Fall. Also derjenige, der da geredet hat, hat auf jeden Fall wie ein Bastard geredet. Ja. Hatemo GT, was für eine Maschine ist in deinem neuen Benz? Grüße aus Gütersloh. Ich habe so ein Übergangsfahrzeug gehabt, das war der C-Coupé. Und jetzt habe ich mir einen neuen Wagen bestellt, also schon länger. Der musste erst angefertigt werden. Das ist ein GLE. Gelände. 63 AMG, ja. Der kommt bald. Shoxi Kamo, Grüße aus Köln. Könntest du 3 Namen nennen, die man bei deinem Prankcall-Programm benutzen kann? Ja, Farid. Kollege und Summer Jam. Das sind schon mal 3. Ja. So.
Und mal gucken. Dennis Turaptin, wie bist du auf den Albumnamen gekommen? Erzählt er in vielen Interviews. Joel Reutenauer, deine Meinung zu Kapital? Kapital Bra, hast du ihn mitbekommen? Mitbekommen schon, aber jetzt noch nicht die Musik gehört oder so. Also ich habe da mir noch nichts angehört von. Lukas, Majo, deine Meinung zu Luciano? Auch ein Newcomer, falls du ihn nicht mitbekommen hast. Habe ich nicht mitbekommen. Sahil Singh, was war deine lustigste Story mit Farid Bang? Boah, da gibt's so viele, ey. Dass mir jetzt gerade keine. Warte. Das ist auch so. Jetzt kein Beispiel. Ich könnte jetzt was erzählen, aber das wäre zu asozial, Alter. Das wäre viel zu asozial, wenn ich dir das jetzt erzählen würde. Deswegen lassen wir das mal weg. Jérôme Sata, Feature mit einem französischen Rapper. Wenn ja, mit wem könntest du dir was vorstellen? Mit Buba. Ja? Der ist auf jeden Fall der krasseste für mich, ja. Aber. Ich glaube, das ist nicht so leicht. Ansonsten weiß ich jetzt nicht. Auf Anhieb. Nico Bormdick, Majo, wie viele Liegestütze schaffst du? Boah, ich habe mal irgendwann, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich müsste so einige schaffen. So, so. Bestimmt so 150 oder so, wenn es um irgendwas geht. Vaisel Seys. Oh, geile Frage zwischendurch. Wie geht's ihm gesundheitlich? Das ist das Wichtigste. Ja, mir geht's Gott sei Dank ganz gut. Isbetek. Welchen Wert hat Hip-Hop in seinem Leben? Einen sehr großen, ne? Das ist ja mein, damit verdiene ich meine Miete und mein Brot. Akin Karakaya, bald Feature mit Alessio. Mal gucken, ja. Vielleicht kann er ja bald rappen. Muss ich Pietro mal fragen, ob das irgendwie möglich ist. Kamil Nalepa, Majo, One Piece oder Dragon Ball? Dragon Ball. Hast du One Piece aber überhaupt ich weiß, gefeiert? Das ist eine ich hab's auch geguckt. Oder? One Piece und ist auch richtig krass, aber für mich ist Dragon Ball krasser. Jetzt werden auf jeden Fall sich viele abfacken, weil die One Piece krasser finden. Ja. Vasily Katsanos, kann er mal ein Majofono mit Shindy machen? Kriegst du viele Fragen so, dass Leute sagen, mach mal mit dem seine Stimme und dem seine Stimme? Ja, voll, aber die Sachen sind ja schon alle abgedreht, deswegen sind diese Wünsche. Wenn du jetzt noch einen anrufst, der weiß ja die direkt, das direkt ja. El Conejo, ey Majo, wie stellst du dir deine Zukunft in 10 Jahren vor? Grüße aus Ulm. Boah, habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Aber wird bestimmt gut sein. Maximilian Netzel, hast du früher mal Fußball gespielt im Verein oder auch so? Ja. Warum lachst du da? Ich war so immer. Warst du gut oder? Ja, eher so mittelmäßig. Ja. Ich war im Tor gut gewesen. Echt? Ja. Krass. War ein sehr guter Torwart. Viele Rapper sagen ja von sich, dass sie übertrieben krass im Fußball sind und so. Ja. Das lässt sich sowieso nie überprüfen. So, ja, ist so, Alter. Da kann man einfach irgendwas sagen. Tolga Karaca, wann kommt endlich der Banger-Musik-Sampler? Einen kleinen Vorgeschmack gibt es ja auf deinem... Gibt es ja auf meiner, also auf der EP Gipfeltreffen. Die ist in der Box, in der Standard-Edition und auch bei iTunes. Und da gibt es so einen kleinen Vorgeschmack auf so einen Sampler. Also so könnte der klingen. Simon Netreval, wie findest du Dreams von Shindy? Habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht angehört. Du warst ja letztes Jahr sowieso selber auch in Albumphase, da hat man sich vielleicht währenddessen gar nicht so viel... so einiges nicht mitbekommen. Ja. Tolga Karaca, wie groß ist dein Bizeps bereits? 50. Echt? Nein, 50 wäre zu heftig. Isbetek wieder, was irritiert ihn am meisten in der Szene und wie gehst du damit um? Mich irritiert gar nichts. Du machst dein Ding und... Ich mach mein Ding und genau. Martin Fechner, was hältst du von diesem ganzen Boxinhalt-Drama? Boxinhalt? Das ist ja schon zum größeren Thema geworden, als je jemals irgendwie dachte, dass das überhaupt wird so. Aber ihr lasst euch irgendwie jedes Mal auch wieder was Neues einfallen. Ja klar, also der Box ist ja auch wirklich für Hardcore-Fans, die dieses ganze Produkt haben wollen. Und wir geben uns auch immer wieder Mühe, dass die Fans nicht enttäuscht sind am Ende. Und wir verraten ja auch meistens. So, was drin ist am Ende. Giovanni Schallert, wie viel Geld bekommst du pro Einheit? Soll ich dir meinen Kontostand noch schicken? Kontoauszug, alles Mögliche. Azem Havutschu, wie ist der Track mit Casey auf deinem Album? Brutal. Ist das sehr, ein sehr Ansage-Track oder ist das so ein Thema? Das ist so etwas, was in Richtung Mr. Maju geht, aber richtig krass. Einer meiner Lieblingssongs. Echt? Ja.
Tom Feulner, wird die Gipfeltreffen-EP auch bei Apple Music oder beim Streaming verfügbar sein? Ja. Ach, tatsächlich, die EP wird beim Streaming sein? Genau. Stark. Guter Move. Generell jetzt Banger beim Streaming. Ja, die Entscheidung ist so gefallen, weil ich wollte, dass jeder dieses Album hört. Ich habe so hart daran gearbeitet, ich wollte einfach, ich habe das auch so zu Farid und Ralle und Mo gesagt, ich will, dass dieses Album wirklich jeder hört. So, und das ist, da muss halt auch ins Streaming gehen. Geil, ja, voll. Und geil auch, dass die EP auch dann da ist. Jason Samson, Feature mit 50 Cent, ja. Bestimmt, ja, machen wir morgen oder so. Ja, genau. Genau. Welches Auto hatten wir schon? Das Sets von Qatar. Was denn hier? Jakob Schöller, frag ihn mal, ob er Xerxes Armee sein kann. Ist das ein Witz? Xerxes Armee. Das ist ein Insider. Easy, ja. Timz, liebe Grüße und viel Erfolg 2017 für dich und deine Familie. Wünsche ich dir auch, dankeschön. Jeffrey Georg, wird es auf dem Album Diepe Songs auch geben? Wird es auch geben, ja. André, warum gibst du keinen Gig mehr in Duisburg oder Oberhausen? Gibst du doch. Wenn du machst, dann mach auch da, oder? Ich glaube, in Oberhausen und Duisburg war jetzt keins, aber immer in der Nähe so. Ja. Ja. Lieblingspunchline von Farid Bang. Hast du da Lines so? Die aktuellste ist, glaube ich, ich pisse im Stehen, weil mein Schwanz uns im Wasser hängt. Ja. Den hast du, glaube ich, vielen Leuten eingetrichtert. Ja. Was hältst du davon, dass Farid sich jetzt um Alessio kümmert? Ja, das war super. Okay. Scroll mal ein bisschen runter. Okay, eine letzte haben wir. Okan Özdemir, wer ist dein Lieblings-Label-Partner? Jasko. So eiskalt einfach gesagt. Eine geile ist auch noch, Jan Dimitro, was ist dein größter Traum oder dein nächstes Ziel? Mein größter Traum... Also nächstes Ziel ist ja wohl einfach zu beantworten, jetzt kurz vor so einem Album. Genau, mit dem Album den verdienten Erfolg zu erreichen. Und mein Traum, dass es wahr wird. Gut bedacht, das ist ja so, wie wenn man Leute fragt, ey, du hast drei Wünsche frei und du sagst, eine Wunschfee, die mir immer Wünsche wahr macht. So. Genau. So, das waren die Fanfragen mit Marjo. Ich hoffe, deine Frage wurde vorgelesen. Wenn nicht, kommentier doch einfach so auch sinnlos in die Kommentare. Zieh dir auch die anderen Interviews und was los mit Marjo rein. 10. Februar kommt dein Album. Peace. Auge des Tigers abchecken. Hip-Hop-Tee. Yes.